Wollen jetzt im Rahmen von Horsch Live Hybridlandwirtschaft ein bisschen näher bearbeiten. Und bevor ich ins Thema einsteige, hier nochmal die Einladung an alle draußen. Wenn ihr Fragen habt zu den Themen, die wir bearbeiten oder das ein oder andere noch intensiver wissen wollt, bitte zögert nicht, einfach die Fragen in den Chat rein und wir beschäftigen uns dann immer im Anschluss an die Vorträge jeweils mit den Fragen. Ja, Hybridlandwirtschaft, ein Bereich oder ein Begriff vielmehr, so muss ich ja sagen, den wir vor einigen Jahren begonnen haben zu prägen, indem wir mittlerweile auch eine Produktfamilie etabliert haben. Worum soll es gehen? Primär darum, um mechanische Bestandespflegetechniken zu verbreiten. Das heißt klassisch Hacken, Striegeln oder ganz flaches Schneiden in der Bodenbearbeitung. Im nächsten Beitrag, den meine Kollegen Johannes Schmidt, Andreas Bogner und Roman Scheller aufgenommen haben, wollen wir genau die Techniken vorstellen, Ihnen einfach ein bisschen Einblick geben, die ersten Erfahrungen auch teilen und das Ganze dann hier live im Studio im Anschluss diskutieren. Ich freue mich auf einen spannenden Einblick in Technik für Hybridlandwirtschaft. So, hallo, ich bin der Johannes. Wir stehen hier vor dem Horsch Transformer 9VF. Wir haben ja am digitalen Feldtag schon uns den Transformer 6VF und 12VF angeschaut und jetzt ist es eben so, dass wir ja auch für die kommende Saison eben eine Maschine in der Mitte platzieren werden. Und ich war jetzt die letzte Saison ziemlich viel unterwegs und habe auch hier und da mal ein paar Versuche gemacht, beziehungsweise wir haben auch zusätzliche Zusatzwerkzeuge noch im Programm, wo ich eben Bilder mitgebracht habe. Es war eben einfach ein Thema auch, jetzt nach dem digitalen Feldtag haben wir immer wieder Rückmeldungen bekommen, ob wir nicht noch andere Optionen hätten im Vergleich zu denen, die wir vorgestellt haben. Deswegen wollte ich das jetzt einfach nochmal aufgreifen und nochmal kurz zeigen. Wir hätten neben den Werkzeugen, die wir schon vorgestellt haben, also neben unserem 180 mm Schar und 150 mm Schar, ja noch die Hartmetallversionen bzw. Winkelmesser, aber eben zusätzlich jetzt noch eine Option, dass wir eben Häufelkörper verbauen können. Die können wir hinten bei uns am letzten Schar zu montieren und in der Höhe unabhängig zur Arbeitstiefe des Schars eben einzustellen. Und so können wir den dann eben nach unten oder nach oben stellen und so das Häufelergebnis beeinflussen. Entweder, dass wir höhere Dämme formen oder eben flachere, wie zum Beispiel im Sojaanbau. Da wollen wir nicht zu hohe Dämme haben, damit man es noch sauber dreschen kann. Damit wir das Arbeitsergebnis eben nochmal anschauen können, habe ich ein kleines Video mitgebracht. Hier in dem Video sehen wir eben schön, dass wir die Erde durch die Häufelkörper auf die Pflanzenreihe werfen. Dadurch wird dann eben im Zwischenraum zwischen den Pflanzen kleines Unkraut verdeckt und am Wachsen gehindert. Hat aber eben dann auch die Bedingung, dass die Pflanzen eine gewisse Größe haben, damit wir sie nicht verschütten. Womit wir uns eben letzte Saison zusätzlich noch befasst haben, sind Nachlaufstriegel. Die würden jetzt hier hinter den Körpern eben hier montiert werden, zweireihig. Und dann eben so, dass wir die unabhängig auch von der Arbeitstiefe in der Höhe verstellen können. Und da ist ganz klar eben das Ziel, dass wir das Unkraut, das was wir ausgehackt haben, was aber möglicherweise noch von Erde bedeckt ist an den Wurzeln, eben von der Erde zu trennen, um einfach den Austrocknungsvorgang zu beschleunigen. Sprich, wenn wir eben nur kleine Zeitfenster haben, wo die Sonne scheint, also etwa 2 bis 3 Stunden nach dem Hackgang, dass eben die Zeit auch ausreicht, um das Unkraut wirklich zu ertrocknen, damit es eben nicht wieder anwächst. Denn das ist ja dann im Prinzip der Arbeitsgang, wird den Arbeitsgang zunichte machen, wenn alles wieder anwächst und wir müssten direkt am Tag danach wieder reinfahren. Die Nachlaufstriegel sind eben in verschiedenen Ausführungen, dass wir dann entweder für 50er Aggregatsteilung oder 45er Aggregatsteilung die passenden Elemente haben oder eben dann rauf 60, 70, 75 cm Aggregatsteilung, eben die anderen Elemente, die werden dann eben breiter, damit wir wirklich über die gesamte Arbeitsfläche auch den Nachlaufstriegel laufen lassen können. Da wäre jetzt noch die Option, dass wir einzelne Zinken rausnehmen, damit wir die Pflanzenreihen aussparen können, denn die wollen wir ja vielleicht gerade im Jungstadium nicht noch zusätzlich mit einem Striegel beschädigen. Kann man aber auch drauf lassen, das ist ja immer davon abhängig, was eben der Kunde wünscht oder eben dann die jeweiligen Ansprüche sind an den Standort. Was eben auch noch Themen sind, welche wir aktuell behandeln, sind Schutzscheiben und Schutzbleche eben, um kleine Kulturen noch besser vorm Verschütten zu schützen. Wir haben es ja zuvor auch schon mit Winkelmessern gesehen, wo wir auch schon einen gewissen Schutzeffekt haben gegenüber der Kultur, weil wir damit die Erde von den Reihen wegarbeiten.
Das ist aber natürlich dann auf Standorten, wo es extrem hart ist, wo wir vielleicht auch zuvor noch nicht gehackt haben, nicht gestriegelt haben, problematisch, weil sich eben die Winkelmesser auch wegklappen können. Deshalb ist es, denke ich, unserer Sicht auch unumgänglich, auf Schutzscheiben bzw. Schutzbleche zu setzen. Da sind wir aber eben noch in der Entwicklungsphase und schauen, dass wir da jetzt diese Saison was testen. Haben auch einige Maschinen mit Testteilen ausgestattet und werden dann hoffentlich schnellstmöglich auch da Teile in den Markt bringen, womit wir dann eben auch sämtliche Bedürfnisse eben der Kunden abdecken können. Nicht nur die Schutzbleche und Schutzscheiben sind ein Thema, sondern auch Fingerhacken. Das ist ja, denke ich, jedem ein Begriff, der im Bereich der Hacktechnik da sich Gedanken macht. Dort sind wir eben auch dran, schauen, wie wir da in der Entwicklung eine saubere Lösung finden zur Aufhängung und eben auch zum Einstellen, denn sicherlich fällt das Arbeitsergebnis dieser Fingerhacken, steht und fällt mit der Einstellung, denn ja, wenn man das vom Einstellen her nicht sauber gelöst kriegt, bekommt der Fahrer irgendwann auch keine Lust mehr, das einzustellen, beziehungsweise sind auch die Erfahrungen, die wir aus dem Markt oder von der Kundschaft bekommen haben, dass wenn es zu umständlich ist, wenn es zu umständlich gelöst ist, dann stellt es nach einer Zeit keiner mehr ein und dann ist das Arbeitsergebnis einfach auch nicht mehr zufriedenstellend, wodurch man sich dann auch eigentlich diese ganze Einrichtung sparen könnte. Das heißt, zusammengefasst, da sind wir eben dran, schauen, dass wir da noch eine ordentliche Entwicklungszeit jetzt an Tag legen und dann eben hoffentlich zeitnah da was auch anbieten können. Genau. Jetzt noch ein Thema, was sich auch jetzt hier in der Saison gezeigt hat, werden wir auch später noch an Fotos sehen. Der Anpressdruck hier am Aggregat, da ist es so, dass wir ja grundsätzlich unterscheiden können, wie viel Druck wir drauf beanspruchen. Und jetzt im Moment ist es hier eingestellt auf etwa 60 Kilogramm Schaddruck. Das ist unsere unterste Stufe, wenn die Federn noch eingehängt sind. Also das können wir jetzt hier nochmal demonstrieren. Das ist eben so gute 60 Kilogramm. Und die Möglichkeit besteht dann eben noch am Bolzen hier vorne, den komplett zu entnehmen. Dadurch hängen wir eben die Federn aus. Und es ist so, dass dann nur noch das Eigengewicht des Aggregats drauf wirkt. Das sind wir ungefähr bei 45 Kilo, was dann hier anliegt. Und jetzt wäre eben die Möglichkeit, hier vorne ist Stufe 1, dass wir den Bolzen nochmal in Stufe 2 stecken. Dann kann ich es allerdings nicht mehr anheben. Dann sind wir irgendwo bei 70 Kilogramm Druck, die auf dem Aggregat liegen. Und ganz in der letzten Stufe, die hier ist, haben wir dann eben um die 80 Kilogramm Druck, die wir hier auf dem Aggregat anliegen haben. Das ist natürlich Schaddruck dann ein besonderes Thema. Wenn wir davon sprechen, jetzt in den letzten Frühjahren war es leider immer wieder sehr trocken. Wir hatten sehr, sehr harte Bedingungen, eine richtig feste Kruste teilweise. Und eben auch unter den Umständen ist natürlich von Vorteil, wenn die ganze Maschine, wenn die Messer und alles sauber schneiden. Und dementsprechend brauchen wir auch einen Schaddruck, beziehungsweise einen Aggregatsdruck, den wir einstellen können. Und nicht nur eben bei extrem festen Bedingungen ist das ein Thema, sondern auch wenn wir eine sehr, sehr starke Unkrautmatte haben, die an sich sehr dick ist, beziehungsweise Unkräuter mit sehr viel Wurzelmasse, welche immer wieder das Aggregat eigentlich dazu bringen, dass es nach oben wegscheren will. Da ist dann von Vorteil, wenn wir einfach einen ordentlichen Aggregatsdruck anliegen haben und den auch wirklich dann unten am Messer anbringen. Da habe ich auch später nochmal zwei, drei Fotos, wo wir sehen, wo es eigentlich um die Kameratechnik geht. Aber man sieht eben auch, dass man da eine richtig ordentliche Unkrautmatte haben, die wir dann doch sehr gut abschneiden können. Das sind eben alles Aufnahmen und alles Erfahrungen, die ich jetzt in der Saison gesammelt habe. Und die werden wir natürlich dann auch nehmen, um die Maschine auch weiterhin dann anzupassen. Was sich eben auch noch in der Saison abgespielt hat, beziehungsweise einfach gezeigt hat, ist, dass es immer wieder sehr trocken ist. Wir haben es ja eben auch schon mal drüber gesprochen, an sich mit dem Aggregatsaufbau. Aber es ist eben so, wenn man mit Kunden spricht, geht es oft um das Thema, dass sie sehr harte Böden haben, beziehungsweise immer wieder trockene Zeiten, wo einfach der Niederschlag fehlt. Er ist zwar da irgendwo, aber kommt dann eben zum falschen Zeitpunkt, wie auch immer. Aber da hat sich eben auch gezeigt, dass gerade dieser robuste Rahmenaufbau und diese robuste Lagerung in diesen Bedingungen einfach auch ausspielen und zeigen können, was dahinter steht. Wenn wir uns eben den Aufbau nochmal anschauen, dann ist es so, dass wir ja eben gerade durch diese breite Klemmung, die sich komplett formschlüssig da reinsetzt, einfach schon mal grundsätzlich da sind, dass wir Kräfte seitlich ordentlich aufnehmen können. Durch die Buchsen ist es so,
Die sind eben gehärtet und ja eigentlich aus unserer Maestro-Baureihe, wo ja, Schaddrücke von über 150 Kilo eben auf dem Aggregat wirken, wo auf den Buchsen wirken. Und hier haben wir ja, wie eben schon besprochen, nur um die 80 Kilo. Also das ist einfach eine viel geringere Beanspruchung, was natürlich dann eben auch für die Dauerhaltbarkeit spricht. Und ich sag mal, die Maschinen, die wir jetzt letzte Saison im Einsatz hatten, zum Teil eben bei Kunden, zum Teil eben unsere Testmaschinen, welche in Summe alle zusammen weit über tausende Hektar gemacht haben, hat sich auch bei jeder Maschine einfach herausgestellt, dass dieses Konzept aufgeht. Und ich meine, wenn wir jetzt auch mal einmal hier schauen und mal im Aggregat wackeln, sieht man ja auch, dass man die ganze Maschine hier komplett an einem Aggregat verschwenken können. Und das ist einfach so im Aufbau, dass wir da zum einen sehr robust sind, aber zum anderen einfach das so auslegen, dass die Maschine auch präzise arbeitet. Denn das ist ja das Ziel insgesamt, mit der Kameralenkung auch irgendwo eine extrem präzise Maschine zu haben, wo wir nah mit den Messern an die Pflanzen rein ranfahren können und das eben auch noch nach zig Hunderten oder tausend Hektar, dass wir da einfach ein sauberes Arbeitsergebnis auch eben noch an den Tag legen können. Wie ich ja schon eingangs erwähnt habe, wollen wir ja mit der 9 Meter Maschine die Lücke zwischen der 6 und 12 Meter breiten Maschine füllen. Und hier ist aber nochmal eben eine Besonderheit und wenn wir zusammengeklappt haben, können wir da nochmal drauf eingehen. Nachdem wir die Maschine ja jetzt eben zusammengeklappt haben, haben wir eben von einer Hackmaschine für 18 Pflanzenreihen jetzt eben eine Hackmaschine für 12 Pflanzenreihen gemacht. Beide auf 50 cm Reihenabstand. Und das bietet natürlich dann eben die Vielfalt, gerade für Kunden wie Lohnunternehmer oder auch Landwirte, die zwei verschiedene Drillbreiten haben, die möglicherweise ihre Rüben auf einer anderen Arbeitsbreite drillen wie ihren Mais. Und das hängt eben damit zusammen, dass wir ja eine enorm große Genauigkeit beim Hacken haben wollen und dementsprechend immer in gleicher Breite hacken wollen, wie es auch gedrillt worden ist. Denn wir kriegen sonst niemals die Genauigkeit zusammen, wie bei einer einzigen Drillbreite. Wenn wir es damit vergleichen würden, dass wir zum Beispiel bei 6 Meter Arbeitsbreite mit 2 mal 3 Meter drillen würden. Da bekommt man niemals die Genauigkeit zusammen, wie man sie jetzt hier hat, mit der gleichen Drillbreite wie Hackbreite. Und dementsprechend gibt es eben die Möglichkeit hier, dass wir die Maschine auch im zusammengeklappten Zustand fahren können. Das hängt damit zusammen, dass wir im Feldbetrieb die Flügel auf den Stützrädern laufen lassen. Dementsprechend sind die Flügel auf Schwimmstellung gestellt im Feldbetrieb und die Flügel können sich dann dem Bodenprofil anpassen. Und die können wir dann natürlich auf die Reihenabstände anpassen. Also hier ist ja das gleiche Klemmprofil wie auf der Rückseite auch. Und da können wir zum einen auf die Reihenbreite in den Stützrädern anpassen. Zum anderen ist es aber auch so, dass wir dann eben immer sauber dem Boden folgen. Und dieses Feature ist eben nicht nur möglich jetzt bei der 9-Meter-Maschine, sondern wird eben auch in Zukunft bei der 12-Meter-Maschine möglich sein, sodass wir das dann auch eben bei der 12-Meter-Maschine abdecken, um auf 6 Meter zu fahren oder dann auf 12 Meter. Und das birgt natürlich dann völlig neue Möglichkeiten, wenn jetzt ein Betrieb, sage ich mal, mittlere Betriebsgröße, zum Beispiel eine Getreidesämaschine hat für 6 Meter Arbeitsbreite oder dann eben eine Einzelkornsämaschine mit größeren Arbeitsbreiten, dann dementsprechend 9. So hat man dann eben eine Hackmaschine für zwei verschiedene Arbeitsbreiten und hat immer wirklich eine hohe Genauigkeit, was man dann eben ja auch haben möchte beim Hacken, dass man da ein sauberes Hackergebnis hat und ein möglichst enges Hackband. Neben den Neuerungen eben, dass wir das mit dem verschiebbaren Stützrad bzw. mit der Möglichkeit der Arbeitsbreitenreduzierung haben, noch ein weiterer Punkt, den wir eben jetzt in der Praxis feststellen konnten, war die Einsatzsicherheit von der Kamera. Wir setzen ja hier auf das Glas-Culticam-Prinzip und da ist ja so, dass wir anhand der Kamera eben die Reihen erkennen und über diese Reihenerkennung den Verschieberahmen lenken. Der Verschieberahmen hat 45 cm Weg, wo wir eben seitlich verschieben können und der Impuls dazu kommt eben von der Kamera. Bei der Kamera ist jetzt eben so, wir haben die Möglichkeit, zwei verschiedene Modi eben zu fahren. Das wäre zum einen eben der 2D-Modus. Im 2D-Modus ist es so, dass die Kamera die Pflanzenreihen anhand des Farbunterschieds erkennt. Also grün ist die Pflanze, braun-rot ist der Boden und anhand dessen werden Balken drüber gelegt und
man sieht eben auch, was die Kamera erkennt und dementsprechend wird dann auch die Maschine gesteuert. Jetzt ist es natürlich so, dadurch, dass wir mit der Landwirtschaft auch in der Natur arbeiten, dass es hier und da mal so ist, dass Pflanzen unterschiedlich groß sind oder eben auch, dass es der Fall sein kann, dass alles grün ist. Denn wenn wir irgendwo mal zu spät reinkommen in den Schlag aufgrund der Witterung oder warum auch immer, kann es eben sein, dass alles grün in grün ist. Und da spielt sich jetzt dann eben dieses zweite Feature ab, dieser 3D-Modus, der das System hat. Dort ist es dann so, dass dieses Kamerasystem die Pflanzenreihen anhand des Größenunterschieds erkennt. Und da ist es eben so, dass wir einen Pflanzenhöhenunterschied zum Unkraut von um die 10 cm brauchen. Und dann funktioniert eben das System auch im komplett grünen Grünbereich. Ich habe aber auch noch mal zwei Fotos mitgebracht, vorher, nachher, vorm Hacken, nach dem Hacken, wo wir immer noch mit dem Grün-Rot-Modus, also dem 2D-Modus, gearbeitet haben und das auch sehr gut funktioniert hat. Das war im Sommer eben bei Vorführungen. Und hier sieht man jetzt eben auf dem Foto, dass wir wirklich ein ordentliches Unkrautwachstum im Schlag haben. Wir sind, sag ich mal, vielleicht in der guten fachlichen Praxis ein bisschen spät dran, aber ich sag mal, auch solche Fälle muss man lösen. Und hier ist es so, dass das Unkraut eigentlich genauso grün ist wie der Mais an sich auch, den wir in den Reihen sehen. Aber es hat eben, wie man jetzt hier an den Bildern auch erkennen kann, doch funktioniert. Eben noch in dem 2D-Modus und alles, sagen wir, was noch schlimmer sein sollte, müsste man dann eben über den 3D-Modus abdecken. Und zum anderen war es hier eben auch der Fall, dass die Fläche natürlich extrem grob lag. Wir sehen unten rechts im Bild, es sind sehr große Gluten. Das sind natürlich alles Punkte, die jetzt nicht für die perfekten Einsatzbedingungen sprechen, was aber im Umkehrschluss dann eben wieder für eine Maschine spricht, die einen enormen Schaddruck zum einen an den Tag legen kann, aber zum anderen auch sauber in der Höhe geführt wird. Eben trotz diesen Grasbollen eigentlich schon, die dort sind, eben trotzdem eine saubere Höhenführung haben. Und das ist auch das, was ich eben zuvor angesprochen habe, dass wir eben durch diesen Schaddruck, den wir eben regulieren können, auch dann in solchen eher widrigen Bedingungen noch ein sauberes Arbeitsergebnis erzielen können. Und wie man jetzt hier auch auf den Nachher-Bildern sehen kann, haben wir das alles sauber abgeschnitten, es ist alles abgetrocknet und liegt einfach nur noch oben drauf. Und ich denke, das kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Und ist natürlich auch was für uns, wo wir dann mit der Maschine in der Praxis eben zum einen zeigen können, wie es funktionieren kann und zum anderen aber auch, wo wir mit Lernen und Fortschritte machen, für was die Maschine eigentlich alles auch möglich ist und was da alles geht. Ja, so viel eben als kleines Resümee zur letzten Saison. Und vielleicht abschließend noch zu sagen, das mit dem Transformer 9 VF ist eben erstmal noch eine Vorserie, beziehungsweise wir bauen sie in begrenzter Stückzahl. Und ich freue mich wirklich drauf, die nächste Saison zu sehen, wie sich das System auch dann eben im Einsatz entwickelt. Und ja, vielen Dank. Ich denke, das war ein ganz interessanter Einblick zur letzten Saison. Und mein Kollege Andreas wird jetzt das noch weiterführen und wir sehen uns nächste Saison im Acker. Warum mechanische Unkrautbekämpfung? Vor allem in letzter Zeit sind einige Tendenzen zu erkennen, nicht nur bei ökologischen Betrieben, sondern auch bei konventionellen und Hybridbetrieben. Das hat mehrere Gründe. Ein Grund dafür ist zum Beispiel die Pflanzenschutzmittelreduktion, was zum Beispiel bei Wasserversorgern ein sehr wichtiges Thema ist. Mein Name ist Andreas Bogner und diese Themen interessieren mich und werden wir die nächsten Minuten behandeln. Ich stehe gerade vor einem Cura 12 ST, Striegel mit 12 Meter Arbeitsbreite. Und für diejenigen, die nicht genau wissen, wie sowas funktioniert, erklären wir das Prinzip an diesem Werkzeug. Das ist unser Hauptwerkzeug, das im Boden arbeitet. Also wir arbeiten hier mit dem unteren Stück 1, 2 bis 3 cm im Boden und versuchen damit, den Boden ganz flächig zu bearbeiten, Unkräuter auszureißen und zu verschütten. Da geht es vor allem um kleine Unkräuter, die im Faden- bis Keimblattstadium am besten zu bekämpfen sind. Um eine ganzflächige Bearbeitung zu erreichen, haben wir die Striegel auf 6 Balken aufgeteilt mit einem Strichabstand von 2,8 cm. Das ergibt knapp 440 Striegel bei 12 Meter Arbeitsbreite. Was sind mögliche Einsatzzeiträume für einen Striegel? Das fängt schon an vor der Saat. Sozusagen als letzte Saatbereitung reinen Tisch bereiten, nochmal etwas Feinerde produzieren und die schon gekeimten Unkräuter unschädlich machen.
Dann geht es weiter. Ein sehr wirkvoller Schritt ist das Blindstriegeln, vor allem bei Kulturen, die etwas tiefer gesät werden, wie Körnermais, Soja, ist es eine sehr wertvolle Maßnahme, denn ich kann quasi in der Zeit, wo die Kultur noch nicht aufgegangen ist, meine Unkräuter beseitigen und mir einen Vorsprung sozusagen verschaffen. Was dabei wichtig ist beim Blindstriegeln, schauen wir uns jetzt an der Maschine an. Also wie erwähnt, die Kultur ist noch 2 bis 3 cm unterm Boden und ich möchte nur den oberen Bereich der Erde durchkämmen, ganzflächig und kleine Unkräuter ausreißen und verschütten, die im Faden- und Keimblattstadium sind. Dadurch braucht man eine gute Anpassung. Wir haben das gegeben durch die 5-teilige Klappung der Maschine. Jedes einzelne Segment kann sich dem Boden anpassen und wird durch Stützräder hinten und vorne geführt. Des Weiteren ist dafür notwendig eine präzise Einstellung vom Striegel. Darauf gehen wir später noch ein. Wenn die Kulturpflanze aus dem Boden kommt und ganz klein ist, dann ist sie sehr sensibel gegenüber mechanischer Unkrautbekämpfung und wir können nichts machen. Deswegen ist der Blindstriegelgang zuvor sehr wertvoll, um diese Zeit zu überbrücken. Dann kann man wieder ab 3 bis 4 Blattstadium der Kulturpflanzen vorsichtig striegeln. Dort ist es wichtig, die Maschine ganz präzise einstellen zu können und mit den Zinken nur wenig Kraft auszuüben. Wir spannen unseren Zinken mit einer Feder vor, die habe ich hier mal mitgebracht, und damit wir auch ermöglichen können, für die kleinen Pflanzen im feinen Stadium zu striegeln, ist das Ganze eine Doppelfeder. Das heißt, es spannt sich innen, haben wir eine kleine Feder für die sanfteren Bereiche und erst wenn diese gespannt ist, arbeitet dann der große Bereich der Feder. Und für die größeren Bereiche haben wir dann den Außenbereich der Feder. Somit können wir von 400 Gramm bis 4000 Gramm Zinkendruck realisieren. Die größeren Drücke, die braucht man dann, wenn man sich vorstellt, im Frühjahr habe ich Getreidekulturen, der Boden ist verkrustet oder ich habe einen Starkniederschlag, der Boden ist verschlemmt. Dann muss ich erst mit dem Zinken in den Boden hineinkommen, den Boden öffnen können. Dafür brauche ich zum einen eine starke Feder und zum anderen einen stabilen Rahmen, der die Kraft auf die Federn übertragen kann. Welche Einflussgrößen haben wir beim Striegeln? Was macht ein gutes Arbeitsergebnis aus und welche Faktoren muss man da beachten? Das sind mal 3 Faktoren, die ich als Fahrer selber machen kann. Das ist einmal die Arbeitsgeschwindigkeit. Generell kann man sagen, umso schneller, dass ich fahre, umso aggressiver bin ich. Ich verschütte auch mehr. Das zweite ist dann die Stellung des Zinkens. Den verändert man, indem man die Rahmenhöhe verändert mit den Stützrädern. Und der dritte Faktor ist dann quasi die Kraft an den Zinken. Das mache ich, indem ich die Feder spanne. Dort gebe ich die Kraft auf die Zinken. Das mache ich als Fahrer und dann gibt es noch ein paar andere Sachen, die man beachten muss. Zum Beispiel, ich brauche eine trockene Witterung danach, ich brauche Sonne, ich brauche Wind, dass das Ganze austrocknen kann, was ich ausstriegle, was ich ausreiße. Und der Boden muss schüttfähig sein oder striegelfähig, damit ich überhaupt arbeiten kann. Wenn ich nur grobe Gluten habe, dann habe ich einen sehr geringen Arbeitseffekt. Was auch noch zu beachten ist, vor allem wenn man in Jahreszeiten striegelt, wo es nachts etwas kälter ist und Frost haben kann, man beschädigt natürlich oder legt leicht Wurzeln frei und man soll danach eine Phase haben, wo es nicht unbedingt friert, um die Pflanzen zu stark zu beschädigen. Die Einstellung würde ich jetzt gerne an der Maschine direkt anschauen. Dazu gehen wir mal hier zur Seite. Wichtig ist es bei der Einstellung dieser Maschine, dass man den individuellen Bedingungen von Boden und Pflanzen so gut wie möglich anpassen kann. Heißt, individuelle Bedingungen beim Boden, ich habe ja einen weichen Boden, ist der verkrustet, brauche ich mehr Kraft und das immer in Zusammenhang mit der Pflanze. Das ist immer ein Zusammenspiel von Boden und Pflanze. Wie groß ist meine Kulturpflanze? Weil wenn es zu klein ist, ist die Gefahr, dass ich die zu verschütte. Wenn die Kulturpflanze größer ist, kann ich aggressiver arbeiten und das Ganze muss abgestimmt sein aufeinander. Das können wir folgendermaßen machen bei dieser Maschine. Ein Thema ist, wie ich vorher erwähnt habe, die Stellung des Zinkens. Wir sehen hier jetzt, der sticht eher aggressiv in den Boden. Und wenn der Zinken so ist, dann arbeitet der eher schleppend, etwas defensiver. Das Ganze stellen wir ein über die Rahmenhöhe.
Also wir verstellen sozusagen die Stützräder nach oben, dann geht der Rahmen nach unten und ich arbeite etwas sanfter. Also das ist die Stellung des Zinkens. Und das zweite Merkmal ist dann eben, wie viel Kraft habe ich hier am Zinken. Die Kraft stelle ich ein, wie ich vorher schon gezeigt habe, mit der Feder. Funktioniert hydraulisch, also wir haben diese Seile alle nach hinten gespannt auf ein Rohr und dieses Rohr wird hydraulisch angesteuert. Dort haben wir zwei Möglichkeiten. Hier sehen wir das Ganze mit Clips abgesteckt, heißt, wir haben einen Minimum- und einen Maximumbereich, den wir realisieren können beim Striegeln. Für viele Bedingungen ist das ausreichend, vor allem für Wintergetreide. Wenn man natürlich Sommerungen und sensiblere Sachen striegelt oder wechselnde Böden hat, kann es auch hilfreich sein, das Ganze stufenlos vom Schlepper aus zu verstellen. Auch das ist eine Ausstattung, die wählbar ist. Was ist jetzt wichtig, wenn wir Kulturen striegeln möchten, die auf Dämme sind, wie zum Beispiel Kartoffeln? Dort gibt es eine Besonderheit und die möchte ich euch jetzt an diesem Modell hier zeigen. Beim Damm hat man folgende Problematik. Einige der Zinken laufen im Tal und einige der Zinken auf dem Damm. Ich möchte aber überall die gleiche Arbeitsqualität ablegen. Das heißt, beim Auslenken des Zinkens muss die Kraft, die unten an der Spitze anliegt, gleich bleiben. Und das Ganze erreichen wir durch eine besondere Kinematik. Wir haben den Zinken hier unten drehend gelagert und hier oben greift die Kraft an. Das Zusammenspiel der Kraft der Feder und der Hebel des gelagerten Zinkens heben sich die Kräfte auf und ich habe annähernd gleiche Kräfte an der Spitze. Ein weiterer Aspekt, der dabei sehr wichtig ist, ist die breite Lagerung. Somit erreichen wir eine seitliche Stabilität des Zinkens, damit jeder Zinken spurgetreu in seiner Position läuft. Zurück zu unserer Eingangsfrage, warum mechanische Unkrautbekämpfung? Was auf der Hand liegt, ist, das Beikraut zu reduzieren und damit die Ertragssicherheit gewährleisten. Vor allem in Biobetrieben. In konventionellen Betrieben oder Hybridbetrieben kann es auch ein Thema sein von Resistenzen verhindern oder unterbrechen. Aber abseits der Unkrautregulierung haben wir noch viele andere ackerbauliche positive Aspekte, die wir dadurch erreichen. Zum Beispiel Bestockung anregen vom Getreide. Wir belüften den Boden, wir regen Mineralisation an, geben einen kleinen Stickstoffschub für die Kultur, was auch im Biobetrieb sehr wichtig ist. Man kann diese Arbeitsmaßnahmen auch kombinieren mit Untersaaten. Also ich bringe Untersaaten mit aus, ich arbeite Dünger ein, damit dieser effizienter ausgenutzt wird. Großes Thema ist auch das ganze Wasserhaushalt und Bodentemperatur. Das Ganze wirkt, ich breche die Kapillaren, habe eine dünne Mulchschicht, die oben aufliegt und der Boden darunter ist kühler. Ich verliere nicht so viel Wasser und das sind alles Punkte, die in Zukunft immer wichtiger werden. Beim Säen ist sehr wichtig, hohe Ansprüche, dass ich einen einheitlichen Aufgang habe, weil nur wenn ich einheitliche Kulturpflanzen habe, kann ich auch den richtigen Zeitpunkt finden zum Striegeln. Beim Striegeln generell umso früher, umso besser. Den Krieg gegen das Unkraut gewinne ich im kleinen Stadium. Und das oft im Frühjahr, wo ich sehr enge Zeitfenster habe. Das heißt, ich brauche Schlagkraft bei dem Ganzen. Hier ist der Cura 12 ST zu sehen, 12 Meter Arbeitsbreite, den gibt es auch noch in 13,5 und 15 Meter Arbeitsbreite. Gleiches Prinzip am Dreipunkt wie diese Maschine hier. Dann habe ich euch noch ein Video mitgebracht von einem 24 Meter Cura. Dieser ist gezogen. Bei dem Modell haben wir gleichen Wert gelegt auf Präzision, auf prozesssicheres Arbeiten, einfache Bedienung und das Ganze gezogen. Die 24 Meter Version ist im Prototypenstadium. Wir testen das, sind ganz gespannt, haben auch schon erste Erfahrungen, die vielversprechend aussehen. Ja, das zur Striegeltechnik. Vorher haben wir was gehört zur Hacktechnik. Das Ganze ist auch ganz charmant zu kombinieren, das heißt Striegeln und Hacken, weil beim Hacken, da habe ich immer ein gewisses Band, das ich nicht behandle, wo Unkräuter stehen und das kann ich dann umso leichter mit dem Striegel danach behandeln, wenn davor ein Hackgang war. So viel zur Unkrautbekämpfung in der Kultur. Wichtig ist es natürlich auch, dass ich vor dem Säen schon reinen Tisch habe, dass ich gut in die Kultur reinstarte und gute Bedingungen habe für Hacke und Striegel. Dafür gibt es auch interessante Technik, um Zwischenfrüchte wegzumachen, um grüne Bestände wegzumachen. Der Roman wird uns dazu mehr erzählen. Dankeschön von meiner Seite. Ich wünsche euch viel Spaß damit.
Ja, vielen Dank an Johannes und Andreas für die Präsentation von unserem Transformer und unserem Cura. Selbstverständlich beschäftigen wir uns in der Bodenbearbeitung mit der Verabschiedung der unterschiedlichsten Gesetze der Bundesregierung mit der flachen Beigrautbekämpfung. Und da lade ich Sie ein, ich bin der Roman, auf die Feiner Produktvorstellung. Hier haben wir gleich zwei Bilder, womit wir mit dem Feiner starten möchten, beziehungsweise wo ich Sie einladen möchte, was wir mit dem Feiner in Zukunft machen möchten. Wir möchten ganzflächig schneiden für Zwischenfrüchte, um die einzuarbeiten oder vielleicht auch direkt nach der Ernte einen Stoppelsturz damit durchführen zu können. Worum geht es beim ganzflächig Schneiden? Da habe ich mir Gedanken drüber gemacht, beziehungsweise Ideen gesammelt. Ich denke, bei der Tiefenführung sind wir uns einig. Die Tiefenführung ist der wichtigste Punkt, wenn es ums Flachschneiden geht. Großdimensionierte Stützräder, entweder vor dem Rahmen oder nach dem Rahmen oder beides. Wir können beides. Jetzt kommen wir zum Nachläufer. Nachläufer oder Striegel, das ist immer die Diskussion. Will ich rückverfestigen oder will ich Beigräser, Beigräuter auskämmen? Selbstverständlich bieten wir auch die Möglichkeit, den Nachläufer in Kombination mit dem Striegel zu fahren. Dazu anschließend noch Bilder. Strichabstände, so ein Thema, wo durchaus eine große Rolle spielt, wenn es ums Flachschneiden oder auch ums Saatbettbereiten geht. Die Schabreite, ausschlaggebend, wie groß mein Überschnitt ist. Hier streben wir deutliche Überschnitte von 2 bis 5 cm auf jeden Fall an, um ganzflächig die Kapillarität zu brechen. Balkenabstand ist ein Thema, wenn es ums ganzflächig Schneiden geht oder ums Arbeiten an Hanglagen. Wir brauchen eine kompakte Maschine, um auch große Arbeitsbreiten im Dreipunktanbau fahren zu können. Die Tiefeneinstellung muss bei so einem Leichtgrubber hervorragend einzustellen sein, weil es einfach so ist, dass ich zwischen einem Feld und einem anderen Feld einfach die Tiefe verändern muss. Hydraulisch kein Problem über das Steuergerät, mechanisch muss das an 2 Punkten maximal stattfinden. Scharvarianten bieten wir in Bezug auf die Einsatzzwecke auch 2 Stück im Moment an, komme ich später noch drauf zu sprechen. Hier sehen wir den Feiner, wie er gebaut wird. Ganz klar die Meinung, je kompakter das Zinkenfeld, desto einfacher kann ich ganzflächig schneiden und das vor allem in Hanglagen. Wenn ich mein Zinkenfeld zu weit auseinanderziehe, dann droht der Grubber nach links oder nach rechts, je nachdem in welche Richtung der Hang fällt, zu laufen. Und dann habe ich eben teilweise das Problem, dass es bei Gras sich durchschlängelt durchs Zinkenfeld und nicht geschnitten wird. Strichabstände von 15 cm bei 6 Meter Arbeitsbreite sind wir irgendwo bei 39 Zinken. Da brauchen wir nicht weiter diskutieren. Da ist genug Bewegung in der Maschine. 15 cm, 22 cm breite Flügelschare haben wir genug Überschnitt. Wie im Bild zu erkennen, oben rechts unser Schwerstriegel. Der Schwerstriegel, der von großer Bedeutung ist, um das bei Gras, bei Kräuter auszukämmen, zu enterden und zum Abtrocknen anzuregen. Die exakte Tiefenführung, wie anfangs erwähnt, erfolgt bei unserem Feiner flexibel. Wir haben hier die Variante über Frontstützräder oder Stützräder nach dem Zinkenfeld, haben aber auch weitere Möglichkeiten, den Grubber in der Tiefe zu führen, dazu in den folgenden Folien mehr. Mir ist es nur nochmal wichtig, hier zu sagen, kompaktes Zinkenfeld, leichte Maschine, um mit kleineren Schleppern, ich denke an Vierzylinderschlepper, eventuell 6 Meter Arbeitsbreiten fahren zu können. Schauen wir uns die Konfigurationsmöglichkeiten des Feiners genauer an. Wir haben hier links linke Bildhälfte, man kann es einigermaßen gut erkennen, die Variante mit Doppelstützrädern und Striegel hinter dem Zinkenfeld. Das heißt, das ist eine kompakte Maschine, das ist die klassische Maschine für einen Vierzylinder, 6 Meter Arbeitsbreite für den Hybrid-Landwirt. In der rechten Bildhälfte sehen wir unseren Feiner, wie wir ihn am Anfang konfiguriert haben, der für einen klassischen Hybrid-Landwirt exakte Tiefenführung über großdimensionierte Stützräder vorne und hinten und dann haben wir auch hier die Möglichkeit, unseren zweireihigen Striegel nach den Stützrädern noch zu konfigurieren
um hier die Spuren ausarbeiten zu können und vor allem das angewalzte Unkraut und Gras nochmal auszukämmen, oben aufliegen zu lassen. Wenn es um die Einsatzzwecke geht, sind wir uns einig, in der Saatbettbereitung brauchen wir einen Packer, um die Kapillarität wieder zu schließen, um fein zu krümeln. Hier links dargestellt im Bild unseren Doppelstabwalze, klassische Packer zur Saatbettbereitung. Aber auch, Sie sehen es, wir haben alle Möglichkeiten in der rechten Bildhälfte, Frontstützräder und Packer, um wieder hundertprozentig in der Tiefe zu führen und dann mit anschließendem Striegel hinterher, um auch da nochmal die angewalzten Beikräuter auszukämmen. Selbstverständlich können wir auch nach dem Packer noch den Doppelreigen Schwerstriegel mit konfigurieren. Bin ich beim Einsatzzweck, dann spielen die Schar-Varianten eine große Rolle. Schar-Varianten in Hartmetallbeschichtung, alle erhältlich. Je breiter bzw. je mehr ich flach schneiden möchte, desto wichtiger ist es, Hartmetallschare zu fahren, weil es einfach darum geht, ganz flächig zu schneiden und die Schare sollten über die ganze Standzeit ihre Breite behalten. Und da und das begünstigen eben diese hartmetallbeschichteten Breitschare. Ich habe auch die Möglichkeit, Zusatzfedern mit in den Zinken zu konfigurieren. Zusatzfedern für härtere Bedingungen im Frühjahr, wenn es nochmal ein bisschen trocken ist, oder auch im Sommer bei passenden Bedingungen den Doppelsturz mit diesen Doppelfedern durchführen zu können. Rechts dargestellt unser 5 cm HM Schmalschar, das klassische Schar zur Saatbettbereitung oder auch fürs Frühjahr zum Flächenablüften. Ich denke daran, früher, das Feld ist gerade so befahrbar. Ich nehme den Kultivator ohne Nachläufer mit unserem Schwerstriegel, ziehe da einfach mal drüber, neigt das Ganze zum Ablüften und kann dann eventuell 2-3 Tage eher mit der Maisaussaat beginnen. Unser Striegel ist selbstverständlich in der Aggressivität hydraulisch einstellbar, sodass ich bei geringerem Unkrautdruck das stärker stellen kann, sodass ich das auch wirklich auskämme. Wenn ich in Ecken komme, wo eben mehr Beigräser stehen, kann ich den Striegel etwas seichter einstellen, sodass keine Stopfungen sind. Das Ganze bequem hydraulisch aus der Kabine. Wenn ich an die Saatbettbereitung denke, werfe einen Blick auf die Packervarianten. Da stehen im Landwirten 6 unterschiedliche Packer zur Auswahl. Ich denke, wenn ich mir die Bilder anschaue, das ist selbsterklärend, in welche Tiefe oder wie tief die einzelnen Packer rückverfestigen. Unser Feiner ist in Arbeitsbreiten von 6 und 7 Meter serienverfügbar im Dreipunktanbau. Eine kompakte Maschine, wo ich eben ganz flächig, ganzjährig mit Schneiden und Saatbett bereiten kann. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, ich denke, ein sehr, sehr runder Blick im Bereich der Hybridlandwirtschaft. Was mir immer wieder auffällt, ich glaube, den Charme daran ergibt sich daraus, dass es tatsächlich auf der einen Seite technische Herausforderungen sind, die zu meistern sind, und auf der anderen Seite aber auch Herausforderungen, die voll in den Ackerbau reingehen. Das heißt, ich muss mich beschäftigen mit Boden, Bodenzuständen, mit den Ungräsern, Unkräutern, also eine echte Herausforderung. Ja, schalten wir hier ins Horsch-Live-Studio. Mich freut es, meine drei Kollegen hier zu begrüßen. Fangen wir ganz außen an. Andreas Bogner, Johannes Schmidt und natürlich auch den Roman Scheller. Wir haben ganz fleißig Fragen schon bekommen zum Thema Hybridlandwirtschaft, aber nach wie vor ist der Chat natürlich offen. Also nutzt so die Gelegenheit, schreibt uns die ein oder andere Frage, dann würde ich die natürlich jederzeit hier abarbeiten. Ja, fangen wir mal an mit dem Arbeiten. Transformer habe ich hier auf meinem Zettel stehen. Johannes natürlich, Entschuldigung. Können wir denn beim Transformer auch engere Reihenabstände als 25 cm hacken? Ja, also wir sind da derzeit auch dran und beschäftigen uns mit engeren Reihenabständen. Derzeit sind wir ja, wie gesagt, bei 25 cm. Im Bereich 15 cm hat der Herr Philipp Horsch auch schon ein Video mal getwittert, wo wir für erste Tests gemacht haben. Auch weniger als 15 haben wir auch schon mal probiert mit der Kamera. Das hat auch hingehauen. Ja, da sind wir in dem Bereich schon auch dran. Man muss sich aber natürlich auch immer die ackerbauliche Frage stellen. Du hast es eingangs auch erwähnt. Das spielt natürlich auch im Hintergrund immer noch eine Rolle. Umso enger ich den Reihenabstand natürlich wähle pro Quadratmeter, desto mehr Reihen habe ich und desto mehr Raum habe ich aber auch, den ich nicht hacke. Also das sind auch Themen, die man natürlich beleuchten
sollte. Aber da sind wir auch dran und beschäftigen uns auch mit den Themen, denn das ist natürlich eine Rückmeldung, die wir aus den Märkten bekommen, dass da Bedarf für herrscht hier. Bei einem engeren Reihenabstand, auf der einen Seite habe ich natürlich mehr Fläche, die ich nicht direkt hacken kann. Gibt es da noch eine Einschränkung? Reihenschluss zum Beispiel, ist das auch noch ein Thema, was hier reinspielt? Genau, also das ist dann das Nächste. Umso enger man die Reihe natürlich wählt, desto früher bedecken die Pflanzen komplett den Boden, und dadurch, dass die herkömmlichen Kamerasysteme ja eigentlich alle über diese Farberkennung gehen, also dass sie den Unterschied zwischen grün und rot machen oder grün und braun, ist dann Thema, umso früher eben komplett alles bedeckt ist, desto ja, früher kann ich auch nicht mehr reinfahren ins Feld, und so kann es sein, dass ich zum Beispiel eigentlich nur einen guten Hackgang erledigen kann, vielleicht noch einen zweiten kurz vorm Reihenschluss, aber das ist natürlich dann ja schwierig. Zum anderen ist es so, ich habe Erdfluss, der muss auch irgendwo hin, also das kann dann sein, dass ich mit den Scharen Erde, die ich auf der einen Seite wegarbeite, auf die andere Reihe drauf werfe. Umso enger ich dann eben werde wieder, desto enger muss auch mein Scharabstand werden oder meine Schare müssen umso schmaler werden, aber der Erdfluss bleibt natürlich, das heißt, ich fahre langsamer irgendwo, habe keine Flächenleistung mehr, das spielt alles da zusammen. Ist, denke ich, enorm interessant in Zukunft zu schauen, wo ist da die Grenze, auch vielleicht auf dem einen oder anderen Standort ertraglich gesehen. Das ist ja auch ein Thema mit Reihenabständen. Der eine Landwirt fährt mit 25 besser als mit 15 oder umgekehrt, was Nährstoffausnutzung angeht oder Wasserhaushalt. Deswegen gibt es verschiedene Aspekte, aber rein technisch gesehen sind wir da dran und mal gucken, was die Zukunft noch so bringt in dem Bereich. Ja. Ja, die nächste Frage geht nämlich auch nochmal in die Richtung, und zwar hast du in deinem Beitrag ja gesagt, wie gehen wir grundsätzlich um, wenn wir jetzt zum Beispiel eine 25er Reihe hacken, also zwei Reihen oder drei Reihen Parallelogramm. Ist es denn auch sinnvoll oder wäre es sinnvoll, mit Einzelparallelogrammen für schmale Reihen zu arbeiten? Kurz und knapp, es ist schon sinnvoll aufgrund der Bodenanpassung. Denn wenn ich nur ein Tastrad pro Aggregat habe, kann sich jedes Aggregat individuell dem Boden anpassen. Dementsprechend ein Aggregat, ein Schar, habe ich für jeden Zwischenraum die Bodenanpassung dann eigentlich perfekt. Macht dann Sinn bei engeren Reihenabständen, aber da geht natürlich in gewissermaßen auch diese Vielfältigkeit verloren, denn ich kann dieses Aggregat dann eigentlich nur noch bei engen Reihenabständen nutzen, also irgendwo 15, 25 Zentimeter, vielleicht dazwischen noch irgendwo was. Aber diese Vielseitigkeit, was wir im Moment mit dem Transformer auch abdecken, ist dann nur noch bedingt gegeben. Deswegen, wir sind da dran auch, mit Einzelaggregaten was zu machen, haben jetzt im Frühjahr dann auch erste Tests damit, und ich bin zuversichtlich und ich bin wirklich sehr gespannt, was da die Zukunft noch so bringt in dem Bereich. Dankeschön. Roman, zu dir würde ich gerne rüberschauen, Thema Feiner. Hast du sehr intensiv vorgestellt. Jetzt die erste Frage, die da auftaucht. Wie schaut es denn mit Dreipunktgeräten aus, die eine kleinere Arbeitsbreite haben als das, was du vorgestellt hast? Ja, sind wir uns auch bewusst, hier an kleinere Arbeitsbreiten zu denken. Sinn und Zweck ist es, ein kompaktes Gerät im Dreipunktanbau zu fahren, sodass ich auch mit 4-Zylinder-Traktoren hier die 6-Meter-Variante fahren kann. Aber selbstverständlich denken wir da auch an Vorserienmodelle für dieses Jahr, wo in das 5-Meter-Segment gehen. Okay. Dann zum Feiner Vorwerkzeuge, Messerwalze, Großbord. Was haben wir da geplant? Ja, sind wir drüber, machen wir uns auch intensivst Gedanken, weil ich denke, der Feiner geht immer mehr in die Richtung Saatbettbereitung oder auch ganz flächiges Schneiden. Und selbstverständlich wollen wir den Feiner möglichst vielseitig einsetzbar machen. Und ich glaube, mit der Messerwalze haben wir da nochmal ein zusätzliches Tool, Zwischenfrüchte, organische Masse nochmals zu zerkleinern, in Verbindung mit dem kompakten Zinkenfeld. Hervorragend, sind wir auch drüber und hoffen, heuer schon einiges im Feld zu sehen. Ja. Bei den zusätzlichen Ausrüstungen haben wir hier eine Frage. Es ist ja im Internet ein Bild unterwegs von unserem Feiner mit einer Saateinrichtung drauf. Ist das ein Einzelfall oder gibt es da mehr? Kann man da mehr bekommen, wenn man den möchte? Ja, selbstverständlich. Wir sind drüber, auch für den Feiner so Zwischenfruchtkits, Säkits mit anzubieten. Es wird sicherlich ja jetzt nicht die hundertprozentig vollwertigste Exaktdrillmaschine, wie wir sie von Horsch kennen. Aber selbstverständlich wollen wir da in einem Arbeitsgang auch Zwischenfrüchte mit aussäen können oder auch im Herbst, wenn es sehr nass ist, zur Not auch einmal einen Weizen zu säen. Ohne Packer kann ich mir
vorstellen, dass es hervorragend geht. Ja, schwenkt mal zum Kura rüber. Andreas, Arbeitsgeschwindigkeit und Flächenleistung ist der Inhalt der ersten Frage. Kannst du uns da einfach noch ein bisschen Einschätzung geben? Was schafft man so mit Kura letztendlich und woran orientiert sich ja die Arbeitsgeschwindigkeit? Also Flächenleistung ist natürlich stark abhängig von der Arbeitsgeschwindigkeit. Und die Arbeitsgeschwindigkeit orientiert sich zum einen an der Bodenbeschaffenheit, also wie schüttfähig der ganze Boden ist, und zugleich, wie fest die Kultur im Boden schon verwurzelt ist. Das heißt, man kann das Ganze erhöhen, indem man sagt, ich mache einen Walzgang, ich habe schon einheitliche Bedingungen, die Pflanzen sind einheitlich aufgegangen, dann kann ich schon mal schneller fahren. Oder ein anderes Kriterium ist, wenn der Boden sehr hart ist und ich trotzdem einheitlich arbeiten möchte, dass der Striegel ganz flächig liegt und nicht anfängt zu hüpfen, da spielt uns in die Karten, dass wir eine stabilere Bauweise haben und etwas schwerer sind. Das heißt, somit haben wir in allen Situationen die Möglichkeit, dann auch schnell genug zu fahren, was die Kultur erlaubt. Und wenn man zum Beispiel um die 10 km/h fährt mit einem 12-Meter-Kura, dann macht man so 10 Hektar die Stunde. Aber was denkst du, die Bandbreite von der Arbeitsgeschwindigkeit von bis, was bist du da so gefahren in den letzten beiden Jahren, wo du unterwegs warst? Genau, das fängt natürlich an am Anfang, wenn die Kultur klein ist, dann ist man eher langsamer. Das kann sein, dass man dort 3 km/h, 4 km/h fährt, in Sonderfällen vielleicht sogar auch mal nur 2. Wenn die Kultur dann größer wird, 10 cm Höhe oder größer, umso schneller kann ich fahren, bis zu 10 bis hin zu 15 km/h. Pro Stunde. Umso schneller ich fahre, umso aggressiver bin ich auch. Reiße mehr aus. Genau. Ja, Arbeitsbreiten, du bist ja vor einem 12 Meter Kura gestanden im Video. Kleinere Arbeitsbreiten, haben wir da was im Petto? Genau. Also Erweiterungen der Arbeitsbreiten sind angedacht. Die erste Priorität ist dabei die 9 Meter Version. Also sprich, bis jetzt ist die kleinste die 12 Meter und wir wollen, wenn alles gut geht, im Herbst eben, oder das Ziel ist im Herbst, noch ins Feld zu gehen mit ein paar Maschinen von 9 Meter und 6 Meter, um die ersten Erfahrungen zu sammeln, um das dann im Frühjahr anbieten zu können, im Frühjahr 22 sozusagen. Also da letztendlich ganz klar in die Richtung Portfolioaufbau von eben 6, 9 Meter Arbeitsbreite und dann natürlich auch nach oben das Ganze zu erweitern. Ja, ich denke, man sieht schon hier anhand der Fragen, ist ein ganz, ganz interessantes Thema. Jetzt noch ein Angebot von meiner Seite natürlich. Die drei Kollegen sind auch im Nachgang noch verfügbar. Also wenn da Fragen sind, ruhig rein in den Chat. Auch wenn wir das Thema schon gewechselt haben, stehen wir da jederzeit sozusagen bereit, um Fragen zu beantworten. In die Runde, einen herzlichen Dank für den Beitrag natürlich und jetzt auch noch für die Diskussionsrunde. Gerne. Ja, dann an der Stelle möchte ich den Bereich Hybridlandwirtschaft abschließen und freue mich jetzt dann ab 16 Uhr auf den nächsten englischen Beitrag zum Thema Biocontrol, also biologischer Pflanzenschutz, mit einem Kundenbeitrag bzw. einem Landwirtsbeitrag aus Brasilien. Bis dahin und viel Spaß weiterhin.